Mit welchen Supplementen ihr im Urlaub so richtig schön Stress bekommen könnt, passt gut auf. Ich grüße euch, meine lieben Sportsfreunde. Jedes Jahr zur Urlaubszeit kommen so dieselben Fragen auf. Wie sieht es eigentlich aus mit Supplementen? Darf ich mir die mit in den Urlaub nehmen? Kriege ich da am Flughafen große Probleme? Und wie sieht es eigentlich aus, wenn ich in anderen Ländern damit erwischt werde? Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass jedes Land so seine eigene Gesetzgebung hat. Unter der EU ist das alles nochmal so zusammengefasst, aber auch da hat jedes Land seine eigene Gesetzgebung. Und außerhalb der EU, zum Beispiel in der Schweiz oder in anderen beliebten Reisezielen, Vereinigte Arabische Emirate mit Dubai oder Katar oder wo man auch immer vielleicht mal gerne Urlaub machen möchte, kann die Sache schon ganz anders aussehen und da wird's heikel. Ganz konkret hat natürlich jedes Land seine eigenen Arzneimittelgesetze und auch eigene Richtlinien oder auch Gesetze, die sich rund um Drogen und Rauschmittel ranken. Genau da ist es in Deutschland so, dass immer was klar formuliert sein muss. In anderen Ländern wird es komplett anders betrachtet. Da muss man sich darüber im Klaren sein, gerade bei so Sachen, wo man eventuell selber gar nicht so genau weiß, was man sich da gerne in der Trainingseinheit reinhaut. Und dann ist natürlich auch noch der Punkt mit irgendwelchen Seuchenschutzrichtlinien. Da wisst ihr, nach den ganzen Skandalen von BSE und so weiter und so fort, sind natürlich auch Milchprodukte irgendwann in den Fokus der Behörden geraten, sodass es auch eigentlich nicht sein soll, dass man Milchprodukte von außerhalb der EU nach Deutschland einführt. Und genauso wollen es natürlich auch andere Länder nicht, dass Milchprodukte in ihre Länder eingeführt werden, zum Beispiel aus Deutschland. Was ist so ein typisches Milchprodukt? Ihr seht es ja schon, Molkeprotein, Whey-Protein, Casein, also das, was man sich gerne als Kraftsportler noch reinschaufelt, das basiert natürlich auf Milch, also Molkeprotein ist ja aus der Milch und genau genommen könnte es da schon ein Problem geben. Ich sage es ganz ehrlich, aus meiner Erfahrung, ich habe noch nie ein Problem gehabt mit Proteinpulver mitnehmen. Ich mache es dann allerdings immer so, dass ich so einen kleinen Beutel, so einen 500 Gramm Beutel verschlossen mitnehme. Da bin ich mir dann auch sicher, dass mir da keiner was Übles nachsagen kann, wenn ich am Flughafen stehe. Das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist, dass mir eben der 500 Gramm Beutel abgenommen wird, ist mir aber auch noch nie passiert. Was ich denjenigen, die mega nervös sind, was so eine Sachen angeht, nicht empfehlen würde, ist, dass ihr das umpackt in irgendwelche Gefrierbeutel, in irgendwelche verschließbaren Beutelchen, dass ihr da das Proteinpulver reinmacht. Ich meine, wenn es ganz doof kommt, werdet ihr am Flughafen rausgezogen, weil die bei der Kontrolle sehen, dass da was drin ist und sehen dann so einen dicken Beutel mit weißem Pulver. Jeder hat natürlich dann direkt die Befürchtung, das ist eine dicke Portion Kokain. Ich meine, wenn euch der Zöllner oder der Grenzbeamte, der Kontrolleur, der Polizist oder wer auch immer ärgern möchte, dann hält er euch eine Weile auf. Ich denke nicht, dass er da so wie im Krimi da mit dem Finger reingeht und guckt, ob es Kokain ist, sondern er wird wahrscheinlich an der Struktur des Pulvers schon sehen, dass es Eiweißpulver ist oder wenn ihr es ihm sagt, wird er es euch wahrscheinlich glauben, aber wenn ihr einfach irgendwelche Probleme von euch fernhalten wollt, nehmt einfach original verpackte Beutel mit, da seid ihr ganz sicher. Wovon ich euch auf jeden Fall abrate und da müsst ihr mich wirklich ernst nehmen, das sind Trainingsbooster, gerade so aus der Hardcore-Kategorie in Länder außerhalb der EU einzuführen. Da sage ich euch ganz ehrlich, lasst es einfach bleiben. Ihr wisst nicht, wie die Gesetzgebung in diesen Ländern ist. Ihr wollt euch da auch gar keinen Rechtsanwalt nehmen und ihr wollt da auch nicht in irgendein Verlies kommen oder da erstmal einen Flug verpassen oder irgendwas. Deshalb mein Tipp an euch, bei Trainingsboostern lasst ihr am besten komplett weg. Also ich frage mich auch, wer jetzt im Urlaub unbedingt einen Booster braucht, aber geht einfach auf sicher und schleppt keine Booster mit in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die haben nämlich eine ganz besonders strenge Gesetzgebung und alles, was auch nur in den Verdacht von Drogen, von Amphetamin ähnlicher Wirkung, von aufputschender Wirkung oder was auch immer kommen könnte, könnte euch da große Probleme bereiten. Also ich will jetzt hier niemanden Angst machen, aber einen Trainingsbooster im Urlaub, den braucht man wirklich nicht. Und erst recht, wenn es da so heiß ist, muss man sich nicht davor noch einen Booster reinschmettern, dass ihr dann da irgendwo umkippt. Das ist dann vielleicht sogar die weitaus größere Gefahr dabei. Aber ansonsten müsst ihr euch einfach so ein bisschen informieren, was die Gesetzgebung der Länder anbetrifft. Ich bin euch da auch gerne behilflich und so ein Tipp vielleicht für diejenigen, die sich jetzt nicht so gut auskennen, aber das trotzdem mal ganz interessant finden. Beta-Alanin ist in der Schweiz nicht verkehrsfähig. Das ist ein Gesetz, das ist anscheinend so da, es wird aber nicht kontrolliert. Also wer es bestellt, wird es auch immer bekommen. Aber es ist eben so, dass zum Beispiel Beta-Alanin in der Schweiz nicht verkehrsfähig ist. Also wenn ihr in die Schweiz einreist und die Dose dann da so offen hinstellt, sich der Grenzbeamte auskennt oder ihr gerade in so eine Kontrolle geratet, könnte es sein, dass man es euch wegnimmt. Ob es dafür jetzt irgendwelche drakonischen Strafen gibt, weiß ich nicht. Könnte natürlich immer passieren, dass man dann irgendwelche Entsorgungsgebühren oder Verwaltungsaufwände bezahlen muss, worauf man einfach keine Lust hat. Ich denke, um ganz sicher zu gehen, lasst ihr es einfach mit dem Beta-Alanin in der Schweiz bleiben. Wir versenden ja auch solche Supplemente in die Schweiz, da gab es noch nie Probleme, aber wie gesagt, die Gesetze sind da und wenn man in die Schweiz einreist, muss man sich auch an die Schweizer Gesetzgebung halten, meine Freunde.
irgendwelche Sachen, die immer relativ heikel sind, alleine vom Potenzial her, sind all die, wo tote Tiere drin sind, also Beef Jerky wegen solchen Schutzrichtlinien. Beef Protein kauft hoffentlich keiner von euch, aber da ist eben genau das Gleiche. Könnte auch sein, dass man da wegen solchen Schutzrichtlinien, BSE und so weiter, da anfängt, ein Fass aufzumachen. Mit dem Proteinpulver aus Milchquellen habe ich ja schon was dazu gesagt. Ob ich mir jetzt ein veganes Protein deshalb mitnehmen würde, glaube ich eher weniger. Dann würde ich eher so BCAAs mitnehmen, die sind nirgends verboten, also die kann man auch wunderbar trinken, sind sowieso ein bisschen bekömmlicher im Urlaub bei warmem Wetter. BCAAs sind da einfach ein Tipp, dass man dann eben kein Proteinpulver mitnimmt, wenn man überhaupt keine Probleme haben möchte. Ansonsten fasse ich das Ganze nochmal zusammen, also bei all den Sachen, wo eben solchen Schutzrichtlinien verletzt werden könnten, also tierische Produkte im Entferntesten enthalten sind, müsst ihr immer ein bisschen aufpassen, je nachdem in welche Länder ihr fliegt, außerhalb der EU ist es auf jeden Fall so. Und ansonsten, was stimulanzienhaltige Booster angeht, auch außerhalb der EU, bitte darauf achten. Ich würde euch ganz klar empfehlen, keine Booster mit in den Urlaub zu nehmen. Ansonsten mein dritter Tipp an euch, ich packe euch eine E-Mail-Adresse unter dieses Video. Wenn ihr mit einer Bestellung, die ihr bei uns gemacht habt und den Supplementen irgendwo im Ausland Stress haben solltet, wir helfen euch da gerne, senden euch nochmal eine Rechnung zu, dass ihr dann beweisen könnt, dass ihr da kein Hero über die Grenze schmuggelt oder irgendwas, sondern dass es Supplemente sind, also gerade wenn es sich um geöffnete Dosen handelt, dass wir das vielleicht nochmal irgendwie euch helfen können zu belegen. Ansonsten natürlich, macht keine Dummheiten am Flughafen, seid immer ein bisschen kooperativ und dann lassen sich die meisten Dinge schon von vornherein lösen. Ich kann euch sagen, aus meiner Erfahrung, ich habe noch nie Probleme gehabt mit irgendwelchen Sachen bei der Ein- oder Ausreise. Wenn man sich ein bisschen informiert, kann man natürlich sicher gehen, aber kontrolliert wurde ich jetzt auch noch nicht. Also von daher sehe ich die Sache relativ locker, aber informiert sein ist ja schon mal ein klarer Vorteil. So, alles klar, Sportsfreunde. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte. Macht euch keine Panik, freut euch auf den Urlaub und zur Not lasst ihr einfach alle Supplemente zu Hause. Macht da auch nichts falsch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Viele Grüße. Euer Simon.